Einen wunderschönen guten Abend und hallo zu meiner chaotischen Viertelstunde über CSRF und Clickjacking. Ich wollte meine Web Security Essentials Reihe damit fortsetzen. Ich mache das jetzt mal ganz frei und mit dieser einzigen Folie und ein paar Beispielen, die ich vorbereitet habe, und mal gucken, wie das läuft. Ich vermute, es geht auch nicht lange. Wer hat denn das Akronym CSRF schon mal gehört? Es sind weniger als vermutet. Wer von denen weiß, was es ausgeschrieben bedeutet? Und wer von denen weiß auch noch, was das eigentlich ist und wie man das macht und so? Gut, okay, nee, dann habe ich es ja richtig angeschaut. So, wer hat Clickjacking schon mal gehört? Wer könnte erklären, was das ist? Na, okay, nee, dann bin ich ja richtig. So soll es ja sein. Als Arbeitsbeispiel wollen wir sowas nehmen. Ich weiß nicht, kennt ihr PayPal.me? Da kann man so, oder PayPal generell, da kann man so eine E-Mail-Adresse von jemandem eingeben und dann kann man dem Geld schicken. Das ist irgendwie super convenient. Zum Beispiel, wenn wir jetzt irgendwie nicht so ein tolles Pizzasystem hätten, können wir irgendwie sagen, okay, irgendwie so, jetzt wissen wir mal, PayPal ist irgendwie doof und die haben irgendwie teilweise komische politische Ansichten. So. Deswegen habe ich jetzt mal das PayPal in seriös nachgebaut für euch. Ich habe relativ lange gebraucht, bis ich herauszufinden, wie man aus dem LibreOffice so ein Word hat jetzt als Bilddatei, und dann habe ich es nicht gefunden und dann habe ich einfach einen Screenshot gemacht. So, also wir haben hier irgendwie ein Login, also das ist irgendwie das Browserfenster, und da unten haben wir den Log von dem Webserver. Ich mache das mal alles ein bisschen, jetzt müssen wir einfach sagen, wenn irgendwas zu klein ist, ne? Und jetzt kann ich mich hier einloggen und ich bin irgendwie der Rami und mein Passwort geht euch gar nichts an. Und jetzt kann ich Geld verschicken. Ich könnte jetzt irgendwie sagen, okay, lass mal dem Köbi 50 Euro schicken, damit er sich irgendwie das nächste Zugticket hierher leisten kann und uns mal wieder besuchen kommt. Und yay, super. Soweit so funktional. Der Code dafür, ich will ihn jetzt nicht im Detail durchgehen, er ist auch ganz, ganz grauslich. Das ist, bitte niemals Websoftware so schreiben, da sind noch ganz, ganz viele andere Probleme drin, und das ist auch ganz, ganz, ganz schlimmer Stil, und das ist nur Mittagspause und es geht ja nur um ein ganz bestimmtes Problem zu demonstrieren. Also es gibt hier irgendwie das Formular und dann wird das irgendwie abgeschickt und dann wird irgendwie ins Log geschrieben, dass jetzt das Geld geschrieben wird. Das habe ich jetzt gerade gar nicht gezeigt, und dann wird irgendwie die Seite gesetzt. Ich glaube, das ist ganz einfach, und ihr überseht jetzt einfach, dass beim Login auch gar nicht geprüft wird, ob das, was das in dem Passwort drinsteht, sondern man muss einfach nur diesen Login-Button klicken und dann ist man eingeloggt. Halt nicht meine Hotelbuchung, sondern hier. So, ist ganz einfach, und wir sehen hier im Log auch schön, was passiert ist, nur weil es nachher nicht mehr klar ist. So, jetzt browse ich so durchs Internet und ich habe hier, ne, jemandem Geld geschickt und jetzt bin ich da fertig. Aber jetzt, wer von euch immer, loggt sich immer aus, wenn er irgendwo eine Seite benutzt hat und jetzt nicht mehr benutzt? Macht das geht? Ja, okay. Ich glaube euch das nicht, Leute, sorry. Ich glaube euch das nicht. Außer denen, die für jeden Tab anderen. Ja. So, jetzt surfe ich hier durchs schöne Internet und klicke irgendwie auf einen Link im IRC, und ich muss hier irgendwie dieses Fenster kleiner machen, damit man alles von dieser Website sieht. So, und lande auf irgendeiner völlig unverdächtigen, total seriösen Webseite. Und anscheinend gibt es da Katzenbilder, und die Katzenbilder, die kann man liken. So, wer ist dafür, dass wir dieses Katzenbild liken? Ja, so ist irgendwie klarer Fall. Like. Huch! Ups. Schade. Das war jetzt irgendwie schlecht, ne? So, was ist passiert? Wenn wir hier auf der normalen Webseite mal die hübschen... Ja, das wird jetzt auch lustig. Ich kenne mich nämlich nur mit den Chrome DevTools aus, aber habe hier diesen Firefox. Wenn wir uns mal anschauen, was hier passiert, das ist ein bisschen schöner, als in den Source Code zu gucken, dann haben wir hier unser... Ja, gehen die auch größer? Oh, das geht sogar. Kann ich hier dieses CSS wegmachen? So, kann man das halbwegs lesen? So, dieses Formular, wer noch nie so ein HTML-Formular gesehen hat, das hat irgendwie sagt an, dass wir über HTTP Post schicken, dann an die Adresse /send. Dann definieren wir die Felder. Wir haben hier einmal das Username-Feld, wir haben hier einmal das Feld für den Wert.
Und dann haben wir das Abschicken, den Abschicken-Button. So, das ist alles. Und wenn wir das jetzt ausführen, dann wird hier an den Server werden diese zwei Parameter übertragen. So. Was ist auf dieser Katzenbildseite los? Mit diesem Like-Button. Dieser Like-Button, ne, ist auch Teil eines HTML-Formulars, aber statt dass der jetzt irgendwo hin zeigt, wo irgendwie dieser Like dann ausgewertet wird, zeigt der auf den Server von unserem Zahldienst auf /send, ganz genauso wie das Formular eben auch, hat hier versteckte Felder, die irgendwie einen Namen und einen Wert enthalten und den Abschicken-Knopf. Und jetzt ist es nicht mal so wie bei einem Link, dass wenn wir hier irgendwie über den Knopf drüber fahren, dass wir sehen würden, wo der hinzeigt oder so, sondern wir haben als User quasi keine Chance, das zu ahnen, dass das gleich passieren wird. Das heißt, wir können uns da quasi nicht vorschützen, unser Browser kann uns da quasi auch nicht vorschützen. Wer uns schützen muss, ist dieser Bezahldienst. So, was wir da gerade gesehen haben, nennt sich CSRF, Cross-Site Request Forgery, weil wir einen Request auf eine andere Seite fälschen. Also wir fälschen ja nicht wirklich, es ist ja so, wie das halt funktioniert, aber wir machen nicht, was der User erwartet. Und wir simulieren quasi den Request, der hier für den tatsächlichen Zahlvorgang passieren soll. Was man als Lösung dafür, wo ist man hier, dafür macht, ist, dass man in der Regel sogenannte CSRF-Tokens einführt. Das bedeutet, wir generieren irgendwie einen zufälligen Blob an Buchstaben, Zahlen und so weiter, speichern den in die Cookies von dem Benutzer. Jetzt können wir immer, wenn dieser Benutzer seine nächste Anfrage macht, kriegen wir das, was wir ihm da reingespeichert haben, wieder zurück. Gleichzeitig bauen wir diesen Token als verstecktes Feld in unser Formular ein. Das heißt, wir übermitteln diesen Token in jeder Anfrage, die jetzt vom Benutzer kommt, zweimal. Einmal in dem Formular, einmal in dem Cookie. Und dann, bevor wir das Geld überweisen, prüfen wir einmal, ob da auch zweimal der gleiche angekommen ist. Das sieht jetzt im Ergebnis, irgendwann mache ich auch den richtigen Workspaces auf, das sieht jetzt im Ergebnis so aus, dass dieses Formular eben ein neues verstecktes Feld haben sollte, hier, mit dem CSRF-Token, das ist irgendwie so ein langes Ding. Und wenn wir die Anfrage schicken, irgendwie so, dann wird hier dieser CSRF-Token noch mitgeschickt und in den Cookies, ja, neben meinem Hipster-Pizza-Nick, noch der CSRF-Token eben auch. So. Und wenn wir den jetzt wenn der jetzt nicht übereinstimmen würde, würde der Server die Erfahrung machen. So, was ist jetzt der Witz dabei? Der Witz dabei ist, dass diese andere Webseite, die dieses Fake-Formular hat, das auch das gleiche veranlasst, niemals den Wert unseres Cookies rausfindet und deswegen kein und auch nicht beeinflussen kann und deswegen kein Formular bauen kann, das zu dem Cookie, der bei uns gesetzt wurde, passt. Das heißt, wenn wir das jetzt hier nochmal machen und hier Like drücken, dann kriegen wir nur noch einen Fehler. Das heißt, wir haben uns gegen diese Art von Angriff erfolgreich geschützt. Da gibt es jetzt Varianten von, man kann das statt in den Cookie in eine Session speichern und man kann das bei jedem Request irgendwie durchcyclen, um dann mit kryptografischen Angriffen gegen SSL entgegenzuwirken und so weiter. Aber im Prinzip ist das die Idee. Wenn ihr irgendwie eine Web-Anwendung macht, die in irgendeiner Weise Formulare entgegennimmt, Post-Requests entgegennimmt, solltet ihr CSRF-Tokens verwenden. Idealerweise solltet ihr irgendein Framework einsetzen, ob das jetzt Symfony oder Laravel oder Django oder Flask oder was auch immer ist, dass das schon für euch kann und wo das schon jemand mal für euch implementiert hat und wo das schon fertig ist, weil auch da kann man
viele subtile Dinge falsch machen oder nicht optimal machen. Es ist nicht ganz so simpel, wie ich es jetzt dargestellt habe. Aber das ist so die Idee. Ist das soweit irgendwie klar, wie das funktioniert? Und warum das dagegen hilft? Oder soll ich das nochmal irgendwie ausführen? Ja. Ja. Wieso kann die zweite Seite nicht meine Cookies lesen? Okay, weil der Browser das nicht erlaubt. Also kannst immer nur auf die Cookies deiner eigenen... Also wenn du ein Cookie setzt, kannst du angeben, andersrum. Ein Cookie wird dir von einer Webseite gesetzt und dabei wird angegeben der Name des Cookies, der Wert des Cookies, Ablaufdatum und die Domain, auf der er gelten soll. Eventuell noch ein Pfad auf der Domain unterlegen. Aber prinzipiell ne, die Domain, auf der er gelten soll. Was dein Browser jetzt macht, ist, er schickt diesen Cookie bei jedem Request an diese Domain bis zum Ablaufdatum im Header mit. Aber der Request, mit dem wir hier das Katzenbild abrufen, ist ja auch kein Request an diese Domain, sondern eine andere. Das heißt, der wird gar nicht erst mitgeschickt. Und jetzt wird zwar in dem Moment, in dem ich diesen Like-Button drücke, findet ja ein Request an die richtige Menschen, deswegen wird er mitgeschickt. Das ist ja genau das Problem. Wenn das nicht so wäre, dann hätten wir gar kein Problem, weil dann wären wir nicht eingeloggt und dann würde auch nichts passieren. Aber es gibt für diese Webseite keine sinnvolle Möglichkeit, an diesen Cookie ranzukommen. Solange du den... Also es gibt andere Fehler, wie dir das passieren kann. wenn du... Nee, es ist schwierig, das falsch zu machen. Das ist eigentlich eine relativ safe Methode dagegen. Alles klar? Okay. So, das andere, worüber ich reden wollte... Jetzt ist Clickchecken. Jetzt sind wir hier super geschützt und kann nichts mehr passieren. So, aber jetzt habe ich mir, ich hätte mir eigentlich die Mühe machen können, noch ein anderes Katzenbild rauszusuchen, damit wir das auch leicht. Wir liken das zweimal, das ist süß. Genau. Jetzt sind wir auf irgendeiner anderen Seite, die hat irgendwie das gleiche Katzenbild, irgendwie hat die das kopiert oder so, aber gut, ist ja auch unter einer CC-Lizenz, ist ja okay. Jetzt liken wir das. Och nee, ist das wieder kaputt gegangen? Das war vorhin schon mal. Ja, das ist ein etwas ungünstiger Vorführeffekt. Ah, weil ich es vorhin schon ausgeführt habe. So. Nee, es tut sich immer noch nichts. Doch. Jetzt. Yes. Ha. Es ist, ich mache das nochmal. Das ist... ja, das tut mir jetzt leid. Das ist nicht, wie es gedacht ist. Aber das ist der Vorführeffekt. CSRF-Token is not defined. sorry. Wahrscheinlich hat er einfach diese App nicht richtig neu geladen, ne? Wo war der Fehler? In Zeile 46. Ja, nee, da fehlt einfach hier das hier. Ich bin aus irgendeinem Grund nicht mehr eingeloggt. Bin ich noch eingeloggt? Ja, ich bin aus irgendeinem Grund nicht mehr eingeloggt. Wahrscheinlich ist es abgelaufen. So. Wir liken wieder dieses Katzenbild und aus mir unerklärlichen Gründen ist das, was ich zeigen wollte, jetzt nicht da über dem Like-Button. Wir tun einfach mal, jetzt wäre der Like-Button hier. Zack! Das hat bestimmt nicht mal eingeloggt, das Spur schon drauf. Es ist jetzt natürlich, ja. Wir gehen nochmal an Anfang, ne? Ihr habt das jetzt alle nicht gesehen. So, wir landen auf dieser völlig unverdächtigen Seite. Drücken den Like-Button. Zack. Und haben 1000 Euro an Mallory gesendet. Wie ist das jetzt passiert? Hat es jemand aus meinen 4 Versuchen schon erschließen können? So, mal gucken wir hier mal wieder mit dem Inspektor. Ja, guter Tipp. Dieses Zahlungsding hat nämlich eine sehr nützliche Funktion, die ich euch bisher vorenthalten habe.
Das ist echt cool, weil ihr könnt da ja an Leute Geld senden, aber dazu müsst ihr wissen, wie die heißen. Vielleicht habt ihr jetzt in einem Online-Shop irgendwie was bestellt und wollt es dem Händler was schicken. Und deswegen linkt euch der Händler gleich hier drauf und gibt euch im Query-String gleich irgendwie mit. Gleich sowas mit. So, ist super convenient, müsst ihr nicht mehr abtippen, ihr müsst nur noch bestätigen. Der kann das auch nicht, kann damit ja auch keinen Schaden anrichten, weil er muss ja nicht, ihr müsst ja immer noch bestätigen, das kann er ja nicht für euch tun, wegen, weil wir haben ja jetzt diese CSRF-Protection. Ist irgendwie eine super Idee, ist tatsächlich relativ cool. Was jetzt aber unser Angreifer hier gemacht hat, ist, dass er die andere Website als iframe eingebunden hat mit diesem URL da einfach drüber geschoben hat und aus irgendeinem Grund ist immer, wenn ich zwischen den Git-Tags hin und her gewechselt habe, das habe ich nicht debuggt, hat sich irgendwie immer das hier verschoben, ne? Also, ne, müsst ihr euch das so vorstellen. Es liegt dieser Send-Button über diesem Like-Button. Und jetzt drehe ich langsam die Durchsichtigkeit davon runter und ihr seht schon, was passiert. So, ist jetzt schlecht, ne? Ist auch irgendwie komisch, da wundert man sich jetzt als User ein bisschen. Also man kriegt gar nicht mit, was passiert ist. Man kriegt einfach nur mit, dass der Klick irgendwie nicht getan hat. Genau, klickt man öfter. Gut, ich meine, das ist dann ja in einem anderen Zustand. Das ist so, ist jetzt irgendwie blöd. Gab es über die Jahre immer wieder verschiedene Versuche, was damit zu machen. Es gibt so kleine JavaScripte, die man in seine Seite anlohnt, die erkennen, wenn sie in einem iframe geladen werden und sich dann groß machen, aber das lässt sich alles wieder irgendwie umgehen. Das Einzige, was sich da sinnvoll erstmal direkt tun lässt, ist... jetzt weiß ich warum, ich habe vorhin den Tag, ich habe euch nur den Diff gezeigt, aber nicht ausgecheckt, den neuen Tag. Das Einzige, was sich da sinnvoll tun lässt, ist diesen Header zu setzen, den zumindest mal alle halbwegs modernen Browser unterstützen. Der heißt X-Frame Options Deny und sagt sowas wie, diese Seite darf man niemals in ein Frame einbinden. Und wenn man das jetzt doch tut, dann wird natürlich trotzdem der Request an diese Seite gestellt, weil anders kommt ja dieser Header gar nicht erst zum Browser. Aber es wird dann einfach ein weißes iframe gerendert und es gibt nichts, wo man versehentlich draufklicken könnte. Heißt natürlich auch, dieser Get-Request sollte auf ihrer Seite auf gar keinen Fall einen Schaden anrichten. Aber weiter geht's halt nicht. Und wenn wir jetzt hier... du kannst außer Deny, kannst du noch angeben Same Origin. Also, dass auf der gleichen Domain diese Domain als iframe eingebunden werden darf. Und du kannst, glaube ich, auch Hostnamen whitelisten. Also es geht so ein bisschen in die Richtung von Cores, aber nur so ein bisschen. Es kann nicht ganz so viel. Der macht einfach direkt den und der macht dann, der rendert das Frame dann, iframe dann bloß nicht. So. Ja, aber im Zweifel ist es sonst schon zu spät. So, ne, und jetzt passiert hier halt einfach gar nichts mehr, weil das iframe ist halt leer und liegt da drüber und irgendwie eine Seite kaputt, aber kann man das ganze Bild halt nicht liken, ist nichts passiert. Arme Katze. So, jetzt wird es ein bisschen komplizierter, wenn man vielleicht einen legitimen Use Case hat, warum man seine Seite als iframe eingebunden haben will. Das habe ich jetzt nicht vorbereitet, darüber zu reden. Interessiert euch das? Achso, dann gibt da so eine Konferenz hier in Heidelberg, die ich überhaupt nicht empfehlen kann. Und da gibt es so einen Ticketshop und das ist irgendwie so eine komische Ticketsoftware, kann ich auch nicht empfehlen. Und der ist da so eingebunden und das ist irgendwie so fancy JavaScript-Geraffel. Wenn ich dann versuche, was zu bestellen, dann ist es langsam, weil in Rome. Also ich hoffe, dass dein Android liegt nicht an mir. Ich mach das einfach nochmal. Ja, schade, dann halt nicht.
Was jetzt passiert irgendwann, ist, dass da ein iFrame aufgeht, mit, wo man dann den restlichen Bestellprozess hat. Offensichtlich will ich da ein iFrame haben, damit man den Prozess nicht verlässt. Ich habe aber keine Lust, dass mir da jemand, ich meine, das Risiko wäre jetzt nicht so hoch, aber ich habe keine Lust, dass jetzt jemand mit Clickchecking irgendwie an den Warenkörben von irgendwelchen Leuten rumspielt. Der Witz ist, die andere Möglichkeit, außer das mit dem Frame zu verbieten, ist, dass man in den... Ist aber sehr hübsch, wie die Fehlermeldung dargestellt wird, ne? Okay, habe ich noch im Vortrag gleich was zu tun. Habt ihr die Animation gesehen? Immerhin. Kommt gleich nochmal. Kommt gleich nochmal, nach dem Timeout. Macht Dinge langsamer. Ja, bei Server-Tapisi ist das eh egal. Ja. Ha, nein. Oh, keine Fehlermeldung. So, ne, ist hier irgendwie ein iFrame. So, die andere Möglichkeit, mit Clickjacking umzugehen, ist, dass man nicht, dass man das mit dem iFrame einfach verbietet, sondern dass man in dem, dass entweder die URL, die man bräuchte, um diesen Schaden anzurichten, also die URL, die man in dem iFrame einbetten müsste, nicht von der äußeren Seite erratbar ist, oder dass, wenn sie erratbar ist, dass man dann in dem iFrame erstmal nicht eingeloggt ist, weil dann ist meist auch mit einem Klick, also man hat bei Clickchecking in der Regel nur einen Klick, vielleicht kriegt man den User auch zu zwei Klicks genötigt, aber bei was eintippen hört es auf, weil man könnte zwar den User in ein Inputfeld in dem unsichtbaren iFrame setzen, aber der würde ziemlich schnell merken, dass er tippt und nichts passiert. Also, dass er nicht sieht, was er tippt und ziemlich schnell aufhören vermutlich. Deswegen ist die Lösung hier irgendwie, zum Beispiel in dem Fall wird das iFrame mit einer zufälligen URL eingebunden. Also hier ist dieser Token in der URL drin und dieser Token sorgt dafür, dass die Session auf dem Server auch auf diesen Token beschränkt ist. Das heißt, man ist nicht in der normalen Browser-Session, in der man wäre, wenn man Pretix aufrufen würde, ohne iFrame, sondern in einer abgeschotteten, die eben spezifisch für diesen Token ist und der wird zufällig generiert. Und nur wenn man einen solchen Token zufällig mitschickt, wird auch dieser X-Frame-Options-Header so gesetzt, dass man das iFrame verwenden darf. Also es gibt da Mittel und Wege, Frames zu erlauben, obwohl man sich gegen Clickchecking schützen will, aber es wird dann ziemlich schnell kompliziert. So, das war, glaube ich, alles, was ich erzählen wollte, und wenn ihr keine Fragen habt, wären wir fertig. Ja. Eine Anmerkung zum Thema Clickchecking. Die einen hassen es, die anderen mögen es. NoScript hat irgendwann mal so eine Clickchecking-Detection eingebaut, eben genau für so transparente und irgendwie klingt da was aber gar nicht da ist und so. Und da sich dazwischen zu hängen. Und ich hatte mal den Spaß, dass ausgerechnet bei PayPal ich diese Detection ausmachen musste, weil ich irgendwas anklicken musste, was sonst nicht ging, weil ich irgend so eine Schrott wieder auf ihrer Seite geladen habe. Schön. Da bist du dann auch, also ja, ja. Immer so, klar, ich weiß, was da gerade abgeht. Was machen Leute, die da keine Ahnung haben und sich gerade wundern? Ja, die haben kein NoScript, aber. Ja. Ja gut, dann vielen Dank. Und ich nehme wieder Wünsche für entgegen, falls ich diese Serie fortsetzen soll.